Der Mann, der so fröhlich Klarinette spielt, hat es von Anfang an gewusst. In den letzten Tagen hat er zwei Worte immer wieder gedacht und gesagt. Geht doch. 4 Tage hat er mit Jugendlichen in der Saarbrücker Synagoge gearbeitet und in kürzester Zeit ein riesiges Konzert auf die Bühne gebracht. Rund 100 Schüler und Musiker aus Israel musizieren zum ersten Mal gemeinsam. Musik, davon ist der Klezmer-Klarinettist Helmut Eisel überzeugt, bringt Menschen zusammen und schafft Verständnis für unterschiedliche Kulturen. Es ist einfach, mal gucken, was die da so machen. Das sind ja auch unsere Mitmenschen hier. Und da ist viel Schönes dabei, wo wir sagen, das finden wir auch toll. Anderes finden die ein bisschen anders, machen die ein bisschen anders. Ist doch wunderbar. Genauso wollen wir ja eigentlich leben. Wir wollen bereichert werden durch das, was die anderen tun. Und unser eigenes natürlich dazu einbringen. Mittwochmorgen, kurz vor 9. Die Musiklehrer des Völklinger Albert-Einstein-Gymnasiums bringen die Instrumente. Zusammen mit ihren Schülern verbringen sie den Vormittag in der Synagoge. Ein Workshop zum Proben und um die Gemeinde kennenzulernen. Für die meisten ist es die erste persönliche Begegnung mit der jüdischen Religion und ihren Sitten. Für die Jungs heißt das, ohne Kopfbedeckung darf der sakrale Raum nicht betreten werden. Wir beten jeden Tag, wie oft? Ladies first. 5-mal? Nein, ich glaube, in einer anderen Religion betet man 5-mal am Tag. In Judentum nicht. Was meinst du? 3-mal? Ja, morgen, mittags, abends. 3-mal betet man in Judentum. Dann öffnet Benjamin Chait den kostbaren Toraschrein. Wow. Sieht cool aus, ne? Wir haben hier 1, 2, 3, 4 Torarollen. Eine kleine Torarolle. Und jede Torarolle ist handgeschrieben, auf echtem Pergament. Vollkommen müssen die Heiligen Schriften sein, sonst dürfen sie nicht weiter benutzt werden. So sieht es aus. Buchstabe für Buchstabe. Ohne Fehler. Die sind alle gleich groß. Die Menschen wollen mehr über das Judentum lernen, die wollen auch hier in die Synagoge kommen, die wollen uns kennenlernen, die wollen mehr über das Judentum erfahren und unsere Türen sind offen und wir tun das hier in der Synagoge sehr gerne. Es soll ein Konzert gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit werden. Denn wer das Fremde kennenlernt, dem wird es vertraut. Und bestenfalls lernt er es zu respektieren, vielleicht sogar zu lieben. Nachhaltig funktioniert dies am besten durch persönliche Begegnungen. So zumindest die Theorie. Man kann entweder auf die Unterschiede betonen oder man kann versuchen, auf die Gemeinsamkeiten ein Gleichgewicht zu finden. Und durch das Musik, Klezmermusik mit Helmut Eisel, genau das versuchen wir zu machen. Klingt eigentlich ganz einfach. Und für Helmut Eisel ist es das auch. Geht doch, sind die beiden Worte, auf die es ihm nicht nur in der musikalischen Probe ankommt. Die Schüler kommen vom Albert-Einstein-Gymnasium aus Völklingen und der Waldorfschule, dem Ludwigsgymnasium und der Gemeinschaftsschule Ludwigspark in Saarbrücken. Später beim koscheren Essen lernen sie weitere Aspekte der jüdischen Kultur kennen, sind begeistert und nehmen vielfältige Anregungen mit nach Hause. Auf jeden Fall, dass man auch mehr an den Gottesdienst, auch in den christlichen geht und vielleicht auch mal hier im jüdischen Gottesdienst vorbeikommt und dann auch mal guckt, wie das hier so ist. Wir machen hier uns einen schönen Tag, wir machen ein bisschen Musik, wir zeigen den Leuten, dass das ganz cool hier ist in der Synagoge. Es war schon aufregend, so mal in eine andere Religion reinzugucken und auch andere Musik aus anderen Religionen zu machen. Also ich finde es cool. Das Konzert zum Ende des Workshops ist schon im Vorfeld ausverkauft. Ein Konzert, in dem sich jeder mit seiner ganz eigenen musikalischen Persönlichkeit einbringt. La
Ein beeindruckendes Plädoyer für kulturelle Toleranz. So können das, meint Helmut Eisel, nur Musiker. Es ist genau das, eben aufeinander achten, wertschätzen, was der andere mitbringt. Das ist vielleicht nicht das, was ich gedacht hätte. Wir hatten eben gerade die Situation, der Pianist wollte eigentlich ein schnelleres Tempo am Schluss. Der Gitarrist hat einen anderen Groove. Wir müssen uns einigen. Also nehmen wir jetzt seinen, denn die Schüler haben das schon vorgeübt. Geht doch. Ja, es geht. Und eigentlich könnte alles ganz einfach sein. Deshalb ist ein solches Projekt in seiner Wirkung nicht zu unterschätzen. Gerade in einer Zeit, in der Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus zunehmen. Miet Klesmer setzt positive Impulse, nicht nur bei den Schülern.